Ja, hallo und damit willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Engleich. Ja, Leute, ist wieder einiges passiert jetzt hier in den letzten Tagen. Um genau zu sein, gestern. Also, das Schwert hat Einzug gehalten. Gucken wir uns kurz hier rein in die News. Dieses Infinity Blade hat Einzug gehalten in das Spiel und Infinity Blade ist eine absolute OP-Waffe. Also das Ding tut echt weh. Ja. Haut halt übelst rein, ne? Aber gut, wir müssen mal schauen, dass wir vielleicht mal ein Gameplay damit davon aufnehmen und euch dann präsentieren. Also das ist, finde das Ding einfach nur mega OP. So, wir schauen jetzt mal in den Item Shop von heute rein. Und was haben wir denn da? Da haben wir den Cloudbreaker, ein neues Outfit. Hey, der sieht schon irgendwo ganz nice aus, ne? Der Cloudbreaker. Ich kann es eigentlich sagen. Also so schlecht sieht er nicht aus, sage ich mal. Ich gebe dem 6 von 10. Ist jetzt nicht der Oberbringer, aber ich finde ihn jetzt auch nicht total schlecht irgendwo. Also gucken wir mal, der Cloud Breaker. Was hat er hier momentan? Oh, es sind schon drei Votes da, aber eben, was habe ich jetzt wieder gemacht hier? Mann, gleich. 3 von 5. Scheiß Werbung da, ehrlich war. 3 von 5 bei 3 Votes, den 12. Dezember. Ja klar, heute ist das erste Mal drin gewesen, ne? Also der Ding. Ja. Wingtip. Die weibliche Version davon. Kriegt von mir auch 6 von 10. Schon ganz. Also schon echt nice. Also schöne Skin, muss man echt sagen. Wingtip quasi dann jetzt hier, wenn irgendwann mal da was kommt. 5 von 5 bei einem Vote allerdings nur. So, okay. Cloudbreaker und Wingtip. Auch schöne Emote. So haben wir dann hier, es geht. Quatsch. Dann haben wir hier diesen Dirigible. Ja, wo man noch nicht so genau weiß, was das eigentlich ist. Das sind irgendwelche Luftschiffe, die da mit so einem Motor oder so in der Mitte aneinandergereiht wurden. Ich finde das Ding, das sieht auch nicht so schlecht aus. Jetzt nicht. Ja, ist Geschmackssache, ne? Ich finde, der verdient immerhin 7 von 10. Und dann schauen wir da mal ganz kurz rein. Dieser Dirigible. Dirigible, was das Ding aktuell an als Bewertung hat. Wenn er mal irgendwann kommt. Dirigible, was ist da los? Warum? Irgendwie. Er lädt nicht richtig gerade. So, was haben wir da? 3,2 von 5 bei 10 Votes. Oh. Ist Geschmackssache. Dann haben wir diese Turbine hier. Ich mag halt gerne solche aufwendigen Gleiter im Vergleich zu diesen Standarddingern. Hier diese Turbine. Ah, wäre eigentlich vielleicht ganz cool, wenn da hinten dann richtig Feuer rausschießen würde. Aber gut, das ist wieder der Anspruch eines Herrn gleich, der dann immer ein bisschen, muss immer noch ein bisschen mehr und immer noch ein bisschen mehr und immer noch ein bisschen mehr. So, ja, gebe ich dem Ding 5 von 10, keine Ahnung. Was haben wir hier? 2,4 von 5, bald 5 Votes, also seid ihr auch nicht besonders begeistert von dem Teil. Ich kann damit auch jetzt noch nicht so wirklich viel anfangen. Okay, dann haben wir hier. Ich finde, dieser Chomp Senior sieht einfach nur scheiße aus. Also ganz ehrlich, nur wegen der Kreativität kriegt er von mir 4 von 10. Ansonsten, ich finde den grausam, den Chomp Senior. Wo ist er dann? Da ist er. Und ja, spiegelt sich auch in den Noten hier wieder 2,95 von 5 bei 111 Votes. 56 Reminders.
Also ihr seid auch nicht wirklich begeistert. Dann haben wir hier diesen Chomp Junior. Der sieht allerdings relativ cool aus, muss ich sagen. Wobei der Haifisch tut mir schon fast ein bisschen leid, wenn er da aufgepiekst ist. Gucken wir mal bei den Chomp Junior. Was sind da die Noten? 4,07 von 5 bei 14 Votes. 37 mit Miners. Also. Okay. Haben wir da noch was? Den Laser. Oh, der ist geil. Laser Chomp ist geil. Laser Chomp kriegt von mir eine glatte 10 von 10. Ich finde dieses Ding einfach nur absolut mega, 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 mega nice. Und dann haben wir 4,61 von 5 bei 36 Votes, 55 Reminders. Das Ding ist einfach nur geil. Cool. Dann kommen wir zu den täglichen Items. Dann haben wir diesen Bando-Liar. Ah, sieht ein bisschen aus so wie so ein Mr. T-Verschnitt von früher vom A-Team. Bando-Liar, ja, kriegt von mir immerhin mal 6 von 10. Guck mal, wie sieht's denn aus beim Bando-Liar? Oder ich gebe dem sogar 7 von 10, komm. Bando-Liar 3,7 von 5 bei 20 Votes. Ist eigentlich... So, und das hier ist ja wohl der letzte Rotz. Also sorry, aber Half-Shell kriegt von mir 0 von 10. Mehr kann ich dem Ding echt nicht geben, beim besten Willen. Also, sorry, aber das ist ja so eine Mega-Rotze. Das sieht doch richtig scheiße aus, das Ding. Also, 2,33 von 5 bei nur 6 Votes. Machen wir ganz schnell weg. Dann kommen wir zum Dominator. Und der Dominator ist ja so... Oh, der ist so No-Skin. Ah, sieht jetzt nicht total schlecht aus. Kriegt von mir immerhin mal 5 von 10, der Dominator. Und wie schaut's? 3,22 von 5 bei 9 Votes. Ja. Jetzt kommen wir zu den Emotes. Hoplock. Mega geil. Mega geil. Das ist mega geil. Mega geil. Oh yeah, oh yeah. Das ist mega geil. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Also Poplock finde ich mega cool und kriegt von mir tatsächlich eine glatte 10 von 10. Muss ich echt sagen, ich finde den cool. Sound ist cool, Bewegungen sind cool. Ganze Reihenfolge ist cool, Idee ist cool, das Ding ist cool, alles ist cool, mega cool, 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 cool. 4,05 von 5 bei 22 Votes. 48 Reminders. So, dann haben wir hier den Tidy. Smooth. Oh yeah. Oh yeah. Ganz gechillt. Ein gechillter Emote. Mega nice, der Tidy. Echt cool. Kriegt von mir 8 von 10. Gucken wir mal, 8 von 10. Der hier hat 3,8 von 5 bei 5 Votes. So. Und dann haben wir noch die Lucky Picke. Sorry, aber das Ding, das ist der letzte Rotz, kriegt von mir 0 von 10, Lucky, für die Lucky Picke, ich mag die nicht, die sieht scheiße aus. Lucky Picke, 2,88 von 5 bei 8 Votes. So, das war's vom heutigen Shop. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Fortnite, Daily Shop News mit mir, dem Herrn gleich, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.